Moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Outworld Soulstorm. Wir sind drauf und dran, das Gegengift für Soulstorm zu verteilen. Alter Schwede, guckt euch mal die ganzen Baukammern an. Quetschkammer, Säuberungskammer, Tränenfermentierung, der Altar, Knochenraffinerie, Gewürzmühle und der Braumixer. Was habt ihr noch zu sagen? Um ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, vermeiden sie bitte pseudomagisches oder semi-religiöses Chanten sowie übernatürliche Kugeln in der Nähe der Dreieckschlösser der Mixeranlagen. Vielen Dank. Ja, von wegen. Okay. Klar. Ich muss mal wieder das Design hier loben, wie riesig geil und bedrohlich dieser scheiß Mixer einfach aussieht. Durch dieses Gewackel und so. Das ist schon echt cool gemacht. Ja, wir nähern uns jetzt hier ganz eindeutig mit großen Schritten dem Ende. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier noch so alles erwarten wird. So, haben wir hier irgendwas? Können wir die Dinge auch damit kaputt machen, ne? Also ich weiß, dass wir sie auf jeden Fall hatten hier oben einen Checkpoint. Ich habe momentan nicht viel. Mit den Steinbonbons konnten wir sie noch kaputt machen. Ob das auch mit einem Fizzy Pop funktioniert? Ich glaube, da kriege ich den Winkel gar nicht richtig hin. Jetzt trotzdem mal probieren. Doch, geht. Was uns das jetzt gebracht hat, ist die nächste Frage. Ah, guck mal. Hier ist was runtergefahren. Jetzt kommen wir hier hoch. Bestimmt zum Secret oder so. Richtig? Guck mal. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gut, dass ich es probiert habe. Hi, Maria. Hey, Jungs. Helft mir mal. Aber die haben keinen Schlüssel. Das kommen wir nicht rein. Oh, Desinfektionstücher und Feuerzeug. Wir wissen, was damit geht. Und haben wir gerade 50 Steinbonbons gefunden? Ist das euer Ernst? Tatsächlich. Alter Schwede, krass. Sehr praktisch. Und hier können wir auch schon wenigstens schon mal zwei herstellen. Da fehlt uns noch einiges. Weil ich gerade im Überlegen bin, ob ich mir vielleicht hinten hätte nochmal eine Batterie holen sollen. Nicht, dass es später keine mehr gibt, wenn das so ein... Ja, das mache ich nachher auch mal. Wir retten die Jungs. Und wir laufen jetzt. Jetzt müssen wir runter. Da. Wie komme ich denn? Wie schaffe ich das jetzt hier? So. Dann laufen wir jetzt hier doch noch einmal zurück. Das darf ich hier nur nicht verkacken, falls hier kein Checkpoint war. Ich traue so Entwicklern das zu. Dass es die einzige Batteriestation hier ganz am Anfang war. Und die Minen sind aus dem Nichts aufgetaucht. Und wir nachher alle Zutaten für diesen scheiß Feuerlöscher, Flammenwerfer finden. Außer den Batterien. Jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Damit habe ich es schon verkackt, falls es so ist. Wäre fies, aber nicht undenkbar. So, den Sprung wieder gemeistert. Okidoki, weiter geht's. Haben wir das hier auch schon mal erledigt, das ist sehr schön. Wieder ein paar Modakens gerettet. Jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, dass hier optionale sind. Vorigen Abschnitt waren ja, soweit ich mich erinnern kann, keine. Was haben wir jetzt hier noch für einen Hinweis? Quetschkammer. Hinweis an das Reinigungspersonal. Die Bereiche um die Quetscher müssen erneut gewischt werden, da ein weiterer unglücklicher gleichzeitiger Ausfall des Sicherheitsschalters vorliegt. Okay. Die sind hier erstmal schön leise. Gut, der Typ da oben kann uns eigentlich überhaupt nicht gefährlich werden. Davon haben wir schon 50. Die sind auch kostenlos. Dann wissen wir ja schon, was wir machen müssen. So, einkaufen, schön aufstocken,
Die konnten wir, nein, die können wir unseren Hänger nicht nehmen. Okay, wir müssen die Typen hier offenbar mit Gummibändern ausschalten. Die Frage ist nur, was soll ich da mit denen anfangen? Also den hier unten kann ich ausschalten, damit ich hier die Spinnenrot blockieren kann. Blockieren, plündern kann. Aber eigentlich mache ich das halt so. Zack. Jetzt können wir den kann ich auch noch mit reiner. Er sieht uns ja überhaupt nicht. Ach, guck mal. Ich verstehe gerade warum. Da sind Druckschalter. Und da müssen die Jungs offenbar alle draufstehen. Das ist ja gemein. Irgendeiner war sogar gerade gedrückt. Jetzt kommen wir nämlich nicht durch. Ja, wir können sie natürlich auch betäuben und dann darauf ablegen. Jetzt los. Wir können die nicht weiterlaufen. Das ist interessant. Das reicht. Irgendwie ist der Ton komisch. Es gab übrigens auch wieder einen neuen Patch. Vielleicht liegt es auch daran. Ne, so funktioniert es nicht. Wir müssen tatsächlich gucken. Also einen kann ich wahrscheinlich mir durch Chanten schnappen. Und den Rest muss ich offenbar durch ganz geschickte Würfe ausknipsen. Jetzt zum Beispiel. Oh, jetzt? Scheiße, jetzt war gerade alles offen, ne? Wow, geschafft. Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. Es hat einfach mal funktioniert. Man darf ja mal Glück haben. Nach dieser letzten Kackecke. Jetzt wollen wir vorsichtig sein. Und es gab keinen Checkpoint. Die Dinger können wir ja. Ah, Pumpe aktiviert. Okay. Was für ein Monstrum. Es hat wahrscheinlich gereicht, die Schalter einmal zu aktivieren. Damit das funktioniert oder so. Weil die Quetscher hier funktionieren die ganze Zeit jetzt irgendwie. Was mir gar nicht gefällt. Wie ich eben schon gesagt habe, kein Checkpoint und zwei Jungs, die wir retten müssen. Ich meine, die Dinger sind richtig lange oben. Was müssten wir eigentlich mit denen schaffen? Komm mit, Jungs. Gut, das passt auf eine Reihenfolge. Und jetzt los, 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 los. Sehr schön. Geht doch. So, fragen wir das Vogelportal für die Jungs an. Schön mitkommen. So, checken. Achso, wir sind ja hier von oben gekommen. Ach stimmt, die Tür war eben noch zu. Ganz schöner Radau hier drin. Noch ein Checkpoint, sehr schön. Klebeband Epoxidharz haben wir aber noch nicht, oder? Doch! Ja, her mit den Dingern. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Es war allerdings vorne noch irgendwas im Vordergrund noch. Bei diesen scheiß Minen oben. Das fällt mir gerade mal so ein. Dann noch sieht es von der Reihenfolge eigentlich alles gut aus, ne? Aber. Lasst mich trotzdem nochmal gucken. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir da hätten rankommen sollen, aber vorne war doch irgendwo was. Das hier. Was ist das und wie kommen wir dort ran? Das hört dort hinten auf, da kommen wir doch aber von hier aus nicht irgendwo runter, oder? Nee.
Oder ist das das, wo wir eben waren? Das ist halt perspektivisch irgendwie ein bisschen schwer zu sehen. Ach, vielleicht kommen wir auch hin. Also ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen. Von daher muss das dann schon irgendwie passen. Da führt noch eine Treppe hin. Oh. Also theoretisch müssten wir eigentlich hier links irgendwo abbiegen. Oh, das war knapp. Oh, ein bisschen wehgetan haben wir uns trotzdem, egal. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Da sehen wir übrigens auch die Knochen. Da unten in den Wanderungen, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, warte mal kurz. Kommen wir hier irgendwie vielleicht weiter? Ach nee, guck mal, hier unter uns ist diese Leiter, die nach oben führt. Jetzt geht doch nicht weiter. Okay. Gut, das wird jetzt aber knapp. Oder auch nicht. Die sind sehr human eingestellt. Dann kommen wir da wahrscheinlich nachher noch dran. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen miteinander verwoben. Komm mit, Jungs. Och, du liebe Zeit. Das sieht aber richtig hässlich aus hier. Erstmal gucken wir uns hier in Ruhe um, bevor ich gleich alles nochmal machen muss. Bitte passieren Sie die tödlichen Flammenwerfer, um Zugang zum Entriegelungsschalter zu erhalten. Vielen Dank. Okay, wir können hier oben drüber klettern. Dann können wir anscheinend... Da war doch eben noch was zum Plündern, oder nicht? Also unten können wir nicht lang, so viel ist klar. Die laufen permanent. Oben der Quatsch dreht sich. Oh Mann, das wird ein Riesenspaß. Gib mir den Checkpoint. Okay, jetzt einfach mal durch. Das war irgendwie gerade verdammt knapp. Jetzt brennen wir. Rollen. Geschafft. Hui. Leicht anflambiert. Oh, das hat irgendwie noch gereicht. Warten wir kurz, wir müssen irgendwie nach dort oben kommen. Jetzt habe ich mich vor der Flamme etwas zu sehr erschreckt, alter Schwede. Hier ist so ein Checkpoint innen drin. Ein Verstärker, interessant, noch ein Verstärker. Nein, gut. Alter Falter. Oh, das war so nicht geplant. Leck mich am Arsch. Uiuiuiuiuiui. Und da ist noch so eine fucking Mine. Hängen wir hier sicher? Nein! Hm. Jetzt haben wir wieder andere Soundeffekte. Also irgendwie... ist das schon etwas... Ach, dich auch, auch. Das ist eine heftige Ecke. Scheiße, ich bin schon wieder falsch hart. Falsch gesprungen. Drücke mal gerne aus Panik den zweiten Sprung zu früh. Wow. Geschafft. Ich weiß nicht, warum wir jetzt so viel Feuer ausgehalten haben. Die haben ja schon ganz schön vor uns hingekokelt. Aber irgendwie hat es geklappt. Und gut, dass es dann Checkpoint war. Das wäre mal ein absoluter Fail gemacht. Können wir da doch noch keinen mehr ran. So, jetzt haben wir da oben nur noch diese eine Scheißfackel. Aber die ist dafür echt nicht ohne. Dass wir da jetzt mega vorbeikommen. Ah, ich sehe schon, wir müssen an den oberen Stab und da müssen wir dann einfach schnell durch. An den hier müssen wir nämlich. Können die hier hängen bleiben? Nein! Wir hätten uns drehen müssen. Ich dachte, ich könnte es mir einfach machen. Oder so.
Scheiße. Nein, Checkpoint neu starten, bevor ich aus Versehen den anderen aktiviere. Wir hatten es fast. Und eigentlich auch nur ein bisschen durch Glück gerade bin ich so weit gekommen. Peng. Boah, wir waren fast da. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ach, was macht ihr denn da? Komm, oh, okay, komm. Schon wieder diesen Sprung nicht geschafft. Schon wieder zu früh gedrückt. Der Zeitdruck verdrücke ich mich. Verdammte Mine. Es ist echt nicht ohne. Es sieht so einfach aus. Aber man muss auf diese scheiß Mine, auf die Flammen achten. Über allem zusammen den richtigen Zeitpunkt abpassen. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Nein. Schon wieder den falschen Sprung gemacht. Meine Güte. Wir dann halt immer einfach nur schnellstmöglich weg. Du Scheiß. Fucking Mine. Jetzt haben wir es mal geschafft. Das Feuer tötet uns zum Glück nicht so schnell, wie man vermuten würde. So, und nun? Pumpe aktiviert. Da haben sie wahrscheinlich auch noch die... die Flammen deaktiviert. Die Tür ist offen, dass wir die Jungs retten können. Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt nur schon vorsichtig. Sagte er und sprang fast in den Tod. Das war gerade einfach nur noch Schwein. Checkpoint aktivieren. Könnte natürlich auch sein, dass die Pumpe, wie ähnlich wie vorhin diese Druckplatte, ein Checkpoint war. Da haben wir es zum Plündern. Die habe ich eben nicht mehr mitgenommen. Dass ich das gerade noch beim Runterfallen gesehen habe. So, jetzt wartet mal kurz. Ich will mal gucken, ob hier hinten nicht auch noch einer rumsitzt, aber eigentlich kann das ja gar nicht sein. Ja. So, das. Aber, nee. Die Flammenwerfer sind immer noch aktiv. Wie soll ich die Typen denn hier vorbeikriegen? Da gibt es hier irgendwie einen Fahrstuhl oder sowas. Also, die zwei hier ist klar. Aber die unten? What the fuck? Gucken wir hier nochmal 5, dann warten wir noch. Ich weiß gar nicht, ob das runterzählt oder ob man alle auf einmal braucht. Ich meine, Vorgänger war, dass man alle auf einmal braucht. Ja, nur das soll das so sein. Die Duckens können die Hangelstangen nicht benutzen. Nur ey. Wenn sie mir aber auch noch ein Vogelportal, wo kommen wir da irgendwie noch hin? Ja, da kommen wir wahrscheinlich durch diese Tür hin. Das ist so komisch gebaut hier. Vom Layout. Dass ich immer noch die Befürchtung habe, ich habe hier irgendwo was übersehen, aber hier ging es nirgendwo weiter. Hm. Kann ich noch was übersehen? Achso. Da war schon was voll. Wie bringen wir denn die Typen jetzt hier raus, um Himmels Willen? Die Flammen sind immer noch da. Und das überleben die Typen nicht. Also vor allem können die sich nicht. Weil hier ist ein Checkpoint. Wenn von der Reihenfolge her passt, das sind. Ach, weil die Typen um auf... Die mussten aufhören zu drehen. Okay. Aber manchmal ist es einfach Trial and Error. Auch gut, dass ich es überhaupt probiert habe. Alle mitkommen. Hoch mit euch. Ich
Ich mache das absichtlich vom Checkpoint, damit, falls danach was passiert, ich das nicht jedes Mal machen muss. Sehr gut, jetzt haben wir auch wieder Shrike, um sie wieder schön zu bunkern und noch einen am Ende des Levels zu benutzen. Nee, diesmal wird es vielleicht ein bisschen besser und vielleicht gibt es auch mehr Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Das erfahrt ihr dann aber erst in den nächsten Folgen. Bis dahin, Leute. Ciao.